So Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge mit Diablo 1. Wie ihr seht, sind wir nicht genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also irgendwie hat das mit Fraps nicht so ganz geklappt mit dem Aufnahmebeenden, deshalb hatte ich irgendwie am Ende noch 5 Sekunden einfach nur irgendwie ohne Ton, keine Ahnung. Ja, ist nicht so wichtig, ich weiß nicht mehr genau, was wir gemacht haben, aber wir haben uns neu ausgerüstet. Wir wollten das nochmal lieber mit dem Schwert und dem Schild ausprobieren, glaube ich. Weil uns die Axt ein wenig zu ineffizient war. So, dann zack, Axt dahin, dann hier in das Buch, dahin, dahin, ja okay, jetzt will mich wieder verarschen, perfekt. Ja, heiltrankmäßig sieht es eigentlich noch ganz gut aus, Traumportal haben wir noch 2. Der Ring, fastest Hit Recovery, nee, muss jetzt eigentlich nicht so unbedingt sein. Dann behalten wir jetzt einfach erstmal im Inventar, ich werde mich wieder ran unten. Ich hab nämlich gerade irgendwie Bock, ein paar Leute zu killen. So, ein paar Dämonen, weißt du. So, ich glaube, wir hatten keinen Traumportal, sondern wir sind direkt hier durch diesen ganz unauffälligen Lavaschlund mitten in der Stadt gelaufen. Stimmt? Ja, ich glaube schon. Und wenn doch, dann kann es mir auch egal sein. Dum, 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 dum. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist irgendwie gerade mega leise eingestellt. Ne, genau wie normal. Ich kann nur irgendwie selber meinen Spielsound nicht hören, das ist voll kacke. Ah, okay. Ach nee, ne? Hey, fickt euch doch ins Knie. Ihr seid einfach nur scheiße. Ja, nee, das muss jetzt wirklich nicht sein. 4 Damage, Digga, ey. Wie lang man da einfach an so einem von diesen Typen sitzen würde. Das wäre echt unnormal. So, wir könnten theoretisch direkt runter zu Level 14, aber ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, ich will das hier ein bisschen erkunden, weil ich noch genau weiß, die kriegt man so an so manchen Stellen so ein paar nette Sachen geschenkt. Außerdem haben wir glaube ich noch erst die eine Hälfte des Dungeons erkundet und nicht die zweite, also von daher. Ist glaube ich da oben irgendwo nochmal lang. Ja, da. Hier mit diesem geilen, blutgefüllten Dornenbecken. Vielleicht ist es auch Lava, obwohl ne. Ach, keine Ahnung. Ach nee, Leute. Ihr wisst genau, dass ich euch nicht leiden kann. Wieso geht ihr mir denn so auf die Eier? Was war tot? Was geht denn jetzt aber da? Im Diablo ist mal jemand gestorben. Ich sterbe auch gleich, ey, wenn das so weitergeht. Scheiße. Gesessen. Ach. Dann schießt doch noch daneben. Fire, Magic, Besitz, Magic, Fire, Lightning. Okay, das heißt, er ist resistent dagegen, aber nicht immun. Ja, muss ich mir wohl irgendwas anderes überlegen. Weil da es nicht viel anderes gibt, außer Feuer. Och, ach du Scheiße. Was ist denn jetzt kaputt? Kacke. Ach du Scheiße. Okay, das war nicht so gut hier reinzulaufen und zu speichern. So, stirb. Stirb. Jetzt geht's gerade voll gut. Das Problem ist, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger hier in diesem Hagel aus irgendwelchen hässlichen Scheiß Feuer bin und was auch immer stehe, dann hat sich das gleich erledigt, von wegen Dämonen der Hölle bekämpfen. Nein, fuck. Ich wollte gerade noch auf 5 drücken, war doch noch zu spät. Ach, scheiße. Jetzt muss ich mich... Nee, Gott sei Dank nicht nochmal neu ausrüsten. Glück gehabt. Puh, okay, das war eine ganz schöne harte Nummer. Naja, es ist zumindest, dass wir da unten jetzt nicht mal großartig runden müssen, weil wir da eh nichts mehr finden. Wir können direkt durch zu diesem Raum laufen und ja, nochmal verkacken. Aber diesmal werden wir vorher abspeichern. Ich habe keinen Bock, noch mal so lange hinzulaufen. Ich glaube, hier habe ich noch einen kleinen Raum übersehen. Fällt mir gerade auf. Oh ja. Ach, nö. Ich brauche wirklich so eine übelste Kriegsachse so langsam. Irgendwo mit, um nicht einfach so mit einem Schlag killen kann. Das geht mir einfach mehr richtig auf die Nerven. Wenn ich die einmal schlage, die haben nur noch ja, ein Viertel ihres Lebens und dann... Ja, nee, keine Ahnung. Komm schon, geht alle weg von mir.
fast. Ein Cauldron, ein Kessel. Ein Hoch auf mein Kessel. Ich hab so viel einfach Englisch gelernt dadurch, das ist voll krass. So, eine noch. Ich kann das auch, ja. Gut, ich kann's doch nicht. Mensch. Was, wenn er auch immer so bloßstellen muss? Ist ja ätzend sowas. So, jetzt bin ich mal gespannt, was bringt mir dieser Kessel? Und eine Chest. Die holen wir uns zuerst. Ja, okay. Dann holen wir uns nicht zuerst. Keine Ahnung. Irgendwas mit Stärke. Ich vermute mal, dass meine Stärke erhöht wurde. Stärke 65. Stärke 67. Ja, ja gut, ich habe zwei Stärke hinzubekommen. Ja, damit kann ich eigentlich durchaus leben. Wie viel habe ich jetzt insgesamt? Ich glaube, boah, 110. Heftig. Ach nee, ich glaube, jetzt rennen wir gerade von der anderen Seite in diesen Scheißraum rein. Bisher ist nur einer. Jetzt hätten es auch nur die hässlichen, Feuertypen hier. Aber die, ach nee, da, ja, das sind auch schon mehr. Das ist der Rest der Verwandtschaft. Ja, eine kleine Axt, die hilft mir normalerweise nicht, sondern nicht viel weiter. Geld! Ich muss mich die ganze Zeit bewegen. Selbst wenn ich mich bewege, werde ich treffen, habe 50% von den Dingen getroffen. Sag ich, kämpfe erstmal diese komische Tür mit dem Feuer. Aber die anderen muss ich nicht verfolgen. Ja, wenn ich die verfolge, werde ich gar nicht so viel drauf getroffen. So, das ist schon weg und ich glaube, das waren so ziemlich alle. Naja, da kommen noch ein paar. Ach komm schon. Das war knapp. Das hätte auch ganz schön in die Hose gehen können. Boah, zermatscht. Okay. Hat jetzt nicht so geil funktioniert. Aber im Allgemeinen sieht es doch schon irgendwie deutlich besser aus als eben. Eben haben die mich ja übel auseinandergenommen. Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob das derselbe Raum ist. Ich hoffe es einfach mal. Ach ne, da kommen ja noch welche. Boah, Doppelhit. Boah, ein Moment der Stille. Mal Gelegenheit, ein bisschen was die Heiltränke wieder aufzufüllen. Kann weg. Ja, der hat mich voll in die Falle gelockt. Das war jetzt irgendwie mies. Ich mache es einfach so, ich hatte einfach bis hier um die Ecke kommen und dann kill ich die immer. Oh, oh nein, 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 nein. Dann mache ich das einfach immer so und jedes Mal. Das Problem ist, die laufen weg von mir. Wenn sie sich genauso vor mir stellen würden, dann wäre das kein Problem. Aber so ist es doch ein bisschen schwierig. Level up. Cool. So, jetzt haben wir doch eigentlich schon mal relativ viele von diesen verkackten Bitches hier kaputt gemacht. Jetzt hätte ich mir gerade hier ziemlich auseinandergenommen von dem Rest der Leute. Aber das sollte mich irgendwie auf die Reihe bekommen. Ja, ich glaube, das müssen jetzt schon auch diese komischen Typen sein mit dem Feuer. Das wollen sie sind auch nicht viel besser. Eigentlich überhaupt nicht. Wieso kriege ich denn keine gute Waffe? Das heißt, was ich bisher gefunden habe, war diese verkackte Streitaxt und selbst die ist
so ein Verhältnis von Nutzen zu Schutz nicht so wirklich geil. Ey, noch mehr? Fuck. Ey, ich muss unbedingt aufhören, von einem Dungeon in den nächsten zu laufen. Das ist echt nicht gesund. Nein, was habe ich eben gesagt? Nicht von einem Dungeon in den nächsten laufen. Das endet sonst ganz und gar nicht gut. Es wäre eigentlich viel fairer, wenn ich die noch treffen könnte, wenn die sich gerade am Wickchen treffen werden. So ist das nämlich irgendwie mega unfair. Irgendein geiler Trank. Irgendwas Weißes. Nicht mal eine Waffe. Geht's ja hier doch mal vorwärts. Bogen, Gold, ey, geil. Und dann geht's dir echt ab. Wenn ich jetzt noch irgendwas finden würde, was mir auch was bringt, dann wäre ich schon ganz zufrieden eigentlich. Heute einfach treffen kann. Respekt. Ein Vitality-Punkt mehr. Jetzt sind wir unbesiegbar. So, was haben wir bekommen? Ein Mace, aber der ist ja gar nicht magisch. Ich hab gedacht, der wäre magisch genug. Nö. Kompositbogen und einen Short Warbow. Ich kämpfe jetzt eigentlich nicht so viel mit Bögen. Aber egal. Dexterity, Vitality, Strange oder Magic. Ich würde sagen, wir machen mal Vitality. Mit mehr Leben lässt es sich einfacher besser kämpfen. So, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, hier in dem Raum finde ich irgendwas Cooles. Aber es wäre einfach so ein scheiß asozialer Kack-Dungeon, der einem im Grunde wieder gar nichts bringt. Okay. Ach nee, jetzt geht's schon wieder. Oh, Schild. Ich habe noch keine gute Rüstung gefunden, ich habe noch keine geile Waffe gefunden, also irgendwie lief es in den Leveln davor deutlich besser. Na gut, jetzt kann ich wenigstens hier alle mit Rennschlag kaputt machen. Das ist schon ganz gut. Funktioniert irgendwie besser als eben. Was wir vielleicht noch hätten höher machen sollen, wäre vielleicht Dingens, Dexterity. Ach, das sieht irgendwie aus, wie da hinten so eine Armee stationiert, ey. Jupp. Hey, was machen die denn? Wieso? Ich kann die gar nicht schlagen, der muss die ganze Zeit blocken. Hör auf zu blocken, mach die einfach kaputt. Das geht echt gar nicht klar. Ich glaube, wir müssen mal das reinbringen nach oben, ey.